Mixed. Die Temperatur stimmt schon mal, um an große Tannenbäume mit glitzerndem Schmuck zu denken. Deswegen ist der Weihnachtsmarkt im Smith Wohncenter der ideale Anlaufpunkt, um die aktuellen Trends und Neuigkeiten zur Weihnachtsdekoration zu finden. Die gute Nachricht für alle Weihnachtsbaumschmücker: Die Zeiten von Kabelgewirr bei elektrischen Kerzenketten sind vorbei. Da gibt es was ganz Tolles, Neues von der Firma Krinne. Das sind kabellose Kerzen. Man hat also nicht das Problem, an welchem Ast befestige ich welche Kerze, sondern ich habe jede Kerze einzeln, batteriebetrieben, die ich an den Ast befestigen kann, wo ich das gerne möchte, und kann dann später mit einer Fernbedienung einen Teil der Lichter oder auch komplett alle Lichter anmachen, wenn ich das möchte. Die Kerzen gibt es in verschiedenen Farben. Das klassische Champagner ist natürlich dabei, aber auch Rot, Silber und Gold. Und die Funkkerzen sind in jeder Hinsicht flexibel. Es gibt ein Starter-Set, das beinhaltet von den kleinen Kerzen 14 inklusive Fernbedienung. Das muss ich einmal kaufen und kann dann in 7er Schritten erweitern, in der Stückzahl, wie ich das möchte. So dass ich auf 28, wie auch immer, wie viele Kerzen ich an den Baum machen möchte, erweitern kann. Bei der allgemeinen Weihnachtsdekoration setzt sich ein konkreter Trend fort. Das spiegelt sich besonders bei den Materialien wider, die für die Deko verwendet werden. Materialien ist immer noch das Thema Natur sehr groß, was man einerseits mit Rot oder auch Weiß sehr schön kombinieren kann. Die meisten Sachen im Naturbereich sind etwas geweißelt, also wie mattiert, sodass man den Holzton nicht genau erahnen kann und dadurch frei ist in der Dekoration. Man kann es auch sehr edel mit Gold, Champagnertönen kombinieren und ist da völlig frei, sodass man als Hauptthema Natur hat, aber kann es mit weiteren Farben prima kombinieren. Das Thema Natur färbt auch auf die Gestaltung des Weihnachtsbaums ab. Hier kommt das klassische Rot wieder verstärkt zum Einsatz. Das Rot kann zusammen mit Naturtönen verwendet werden. Wir können es aber auch vielleicht mit Weiß oder Silber kombiniert verwenden. Wir haben im letzten Jahr ein Thema gehabt, das hieß Cozy Christmas. Das war ein ganz zarter Grünton, den man mit Silber oder auch Grautönen kombiniert hat. Auch dieses Thema haben wir wieder aufgegriffen und es sogar noch etwas vertieft. Es gibt aber auch sehr viele Kunden, die nach wie vor klassisch in Gold, Kupfer oder auch Creme, Champagnertönen ihre Bäume machen. Wer schöne Weihnachtsdekoration sucht, findet sie garantiert auf dem Weihnachtsmarkt im Smith Wohncenter. Lassen Sie sich inspirieren und zaubern Sie für sich und Ihre Liebsten ein schönes, gemütliches Weihnachten in Ihrem Zuhause.